Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, manchmal würde ich hier am allerliebsten keine Witze machen, sondern einfach mal vom Schreibtisch aufstehen und am liebsten einfach mal nur schreien. Einfach mal nur schreien. Es ist wirklich nicht zum Aushalten gerade alles. Aber wir wollen hier im ZDF Magazin Royal nicht immer nur über Sachen reden, die schief laufen. Heute freuen wir uns mal. Im Jahr 2022 geht das letzte Atomkraftwerk vom Netz. Ja, wir stehen kurz vor der Lösung eines der größten Probleme Deutschlands, also neben der Musik von Reinhold Beckmann. Ich joggte dreimal um die Welt, hab mir selbst ein Bein gestellt, fuhr nach New York zu Heidi Klum, war statt klüger nur noch dumm. Haben Sie gespürt, wie während dieses Musikstücks gerade meine Seele aus meinen Augen heraus meinen Körper verlassen hat? Aber damit ist jetzt Schluss. Also leider damit nicht, sondern mit Atomkraft. Nur. Nächstes Jahr, Silvester, während Kerner und Kiwi ihr Schokofondue vom Brandenburger Tor auspacken, werden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Knips, einfach aus, können wir bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Schön, wie schnell Politik in Deutschland handeln kann. Der Druck aus der YouTube-Community war aber auch einfach zu groß. Mann, bekomm dich nicht aus. Super-GAU bleibt nicht aus. Fukushima. Was, du Pinkelbecken-Kettwiesel? Was? Fukushima? Atomkraft? Was hast du denn eigentlich dagegen? Was haben die Leute gegen Atomkraft? Und überhaupt, was ist das eigentlich, Atomkraft? Liebe Harald Lesch-Fans, kommen Sie mit ins Abenteuerland. Machen wir gemeinsam eine kleine Zeitreise. Reisen wir zurück ins Jahr. Kommen Sie. Antoine Henri Becquerel entdeckt die Radioaktivität. Das strahlt aber schön. Ein paar Jahre später ist er tot. Vermutlich Strahlenkrankheit. 1898. Marie Curie entdeckt den Zerfall des Elements Radium in andere Elemente. Wie das zerfällt. Das gibt den Nobelpreis und auch den Strahlentod. 1938. Otto Hahn spaltet Atomkerne. Dabei wird aber super viel Energie frei. Momentchen mal, was könnte man Sinnvolles mit dieser Energie machen? Zwei Atombomben! Werfen die USA auf Japan. In Hiroshima und Nagasaki sterben 200.000 Menschen. Gefährlich. Um Atomkraft sollte sich in Deutschland also besser jemand kümmern, der vor nichts Angst hat. Nicht mal vor der eigenen Inkompetenz. Ist sie komisch zumute, ich ahne und vermute. 1955. Franz Josef Strauß, CSU, wird erster Atomminister der Bundesrepublik Deutschland und macht den Weg frei für Atomkraftwerke. Strom ist ab sofort billig wie noch nie. Aber Moment mal, was, wenn Atomkraftwerke genauso explodieren können wie Atombomben? Davor fürchtet sich seit den 70er Jahren die Anti-Atomkraftbewegung, aus der 1980 die Grünen entstehen. In der Sowjetunion explodiert das Atomkraftwerk Tschernobyl. 60.000 Menschen tot. Auch 1986, dieser Mann. Inzwischen bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef lässt Atomkraftgegner in Deutschland niederprügeln. Ja. 1991, die Sowjetunion zerfällt. Toll, wie Radium. Und weil die ganzen schlimmen Unfälle immer nur bei den irren Kommunisten drüben im Ostblock passiert sind, ist Atomkraft ab sofort wieder sicher. Ende gut, alles gut. Bis 2011 in Fukushima, wieder ein Atomkraftwerk explodiert. Obwohl Japan gar nicht kommunistisch ist. Hä? Wie kann das denn sein? Wir dachten, Atomkraft wäre so sicher wie Dieter Bohlens Platz in der DSDS-Jury. Alle sind ganz aufgeregt und drei Tage nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima greift die studierte Physikerin und Bundeskanzlerin Angela Merkel durch und verkündet den deutschen Atomausstieg. Nächstes Jahr ist Schluss. Endlich haben wir nie wieder Probleme mit der radioaktiven Boomer-Technik. I doubt it. Ja, leider. Denn der deutsche Atomausstieg ist zwar das Ende eines großen Problems, aber es bleibt ein viel, viel größeres. Dann werden wir rund 1.900 dieser blauen Behälter haben. 1.900 blaue Riesentupperdosen mit hochradioaktivem Müll sind das strahlende Souvenir von unserer kurzen deutschen Stippvisite in die wunderbare Welt der Atomkraft. Meine Damen und Herren,
Liebe Mutanten, wir reden heute über strahlenden Müll. Und damit ist ausnahmsweise nicht Love Island bei RTL 2 gemeint, sondern das, was in diesen blauen Tonnen drin ist. Atommüll. Atommüll, den man nicht einfach so mit normalem Müll sonntagabends schnell in den Wald fahren kann. Der muss in solche blaue Tonnen gesperrt werden, zur Sicherheit. Diese blauen Tonnen nennt man übrigens Castor. Castor. Ich weiß, liebe Sozialkundelehrer der Geburtsjahrgänge 1950 bis 1970, wenn Sie das Wort Castor nur hören, ziehen Sie sich sofort die Gummistiefel an und ketten sich an die nächstgelegene Eisenbahnschiene. Aber bleiben Sie ganz kurz sitzen. Es lohnt sich. Wegen 60 Jahren billigen Atomstroms haben wir jetzt diese Castor-Dosen gefüllt mit tödlichem, hochradioaktivem Atommüll an der Backe. Und ganz ehrlich, ich habe nicht gut aufgepasst in Physik, aber drei Sachen weiß ich noch. Erstens, drei Ohm sind 4 konvex bzw. 2,5 Ampere. Zweitens, nach der großen Pause riechen Physiklehrer immer nach Maria Kron, also Vorsicht mit offenem Feuer. Und drittens, Radioaktivität lässt sich fast so schlecht biologisch abbauen wie das Gesicht von Carsten Maschmeyer. Carsten Maschmeyer und Atomkraft überhaupt. Beides irgendwie erfolgreich und super billig, aber super schlecht kompostierbar. Die Überreste unserer billigen Atomenergie sind so giftig, dass wir sie wegschließen müssen in Castor-Behältern. Da drin zum Beispiel Plutonium-239. Es dauert über 240.000 Jahre, bis Plutonium-239 nicht mehr wirksam ist, also hochgiftig. Liebe ZDF-Kernzielgruppe, liebe Silversurfer, liebe Bestager, hallo Oma. Ihnen wird jetzt vermutlich vor Schreck die Ilja-Rogow-Kapsel in den Doppelherz-Granufinks-Musi gefallen sein, weil sie gehört haben, oh Gott, Atommüll ist gefährlich. Wie bitte? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch früher was ganz anderes gelernt. Was strahlt ein Kernkraftwerk aus? Ein Kernkraftwerk strahlt Sicherheit aus. Ja, früher konnte man im Fernsehen noch alles erzählen. Heute geht das leider nur noch bei Hart aber fair und im Presseclub. Kernenergie galt mal als geradezu erotisch. Kernkraft? Kernenergie, kerngesund. Hören Sie, wie das knistert? Das ist eine echte Werbung für Kernkraft aus den 70er Jahren. Und die geht noch weiter. Aus neutronenphysikalischen Gründen ist es einfach völlig unmöglich, dass Kernbrennstoff, wie er auf der ganzen Welt in Leichtwasserreaktoren verwendet wird, explodiert. Der Hendrik Strick der Atomkraftjahre, meine Damen und Herren. Ja, so war das früher. Früher sind wir in Deutschland mit Radioaktivität einfach noch ein kleines bisschen unverkrampfter umgegangen als heute. So erbot sich 1962 der spätere Geschäftsführer Rudolf Wittenzellner einen 20 Kilo schweren Uranstab, der Atomminister Franz Josef Strauß geschenkt worden war, aus Bonn einfach im Auto mit nach München zu nehmen. Früher war alles besser. Mit einem 20 Kilo Uranstab im Opel Senator schön über die A3, dabei nicht anschnallen, Fenster zu, eine Schachtel HB rauchen und wenn die Kinder auf dem Rücksitz irgendwie geil sagen oder Beatmusik hören wollen, dann zeigt der Papa mal, was er bei der Waffen-SS gelernt hat. Und jetzt ist Ruhe. Jochen und Manfred, so hießen Kinder früher in dieser Zeit. Es war eine andere Zeit, supergeil. Atommüll galt damals als so sicher, dass wir ihn einfach ins Meer geworfen haben. Seit Jahrzehnten benutzt die Atomindustrie das Meer als Endlager. Über 100.000 Tonnen Atommüll liegen rund um Europa im Meer. Ich bin keine Meeresbiologin, meine Damen und Herren. Ich habe nur 7-mal Ariel die Meerjungfrau gesehen und kann alle Songtexte auswendig. Aber ich maß mir trotzdem mal an zu behaupten, Atommüll ins Meer zu werfen, ist nicht die schlauste Idee aller Zeiten. Die Fässer waren nicht konzipiert, um einen dauerhaften Einschluss der Radionuklide am Meeresboden zu gewährleisten. Insofern muss davon ausgegangen werden, dass sie zumindest teilweise nicht mehr intakt sind. Die gute Nachricht allerdings ist, wir wissen endlich, warum Nemo eine große und eine kleine Flosse hat. Tja, Nemo, so ist das hier. Unter dem Meer! Hey! Und raten Sie mal, bis wann es erlaubt war in Europa, radioaktiven Atommüll einfach so in Tonnen ins Meer zu schmeißen. Bis 1994. Bis 1994. Sowas wäre heute natürlich undenkbar, denn jeder weiß, ins Meer gehört nur Plastik. Und wenn Europa sein Atommüll ins Meer kippt, dann nicht mehr so auffällig in Tonnen. Atommüll wird heutzutage eingeleitet, über Rohre direkt rein ins Meer. Gibt es einen wissenschaftlichen, einen logischen Grund, warum Fässer verboten sind und Einleitungen erlaubt sind? Das ist, glaube ich, eine mehr philosophische Frage. Darf ich vorstellen, Hartmut Nies. Dankeschön. Autor des populärphilosophischen Bestsellers Darf man radioaktive Fässer ins Meer werfen? Und wenn ja, wie viele? Denn dieser ehemalige Atomphilosoph der Internationalen Atomenergiebehörde
weiß, radioaktives Gift ins Meer einleiten. Why not? Ist ja genug Wasser zum Verdünnen da. Wir haben gesehen, dass die Verdünnungskapazität im Meer so ungeheuer groß ist. Das haben wir also gesehen an den Ableitungen, die von Sellafield oder La Hague eingeleitet wurden, wo das über viele Jahre dann verdriftet ist mit den Strömungen. Dass, wenn dieses Wasser eben nicht Meerwasser wäre, es sogar als Trinkwasser zu gebrauchen wäre. Atomschorle prickelt länger, als man trinkt. Laut einer Studie des Europäischen Parlaments sind die statistischen Krebsraten in der Region um La Hague deutlich erhöht. Auch im Umkreis der nuklearen Aufbereitungsanlage im nordenglischen Sellafield werden auffällige Krebsraten festgestellt. Wir Deutschen werfen unseren Atommüll natürlich nicht mehr ins Meer, sondern weil wir schlau sind, verbuddeln wir ihn im Boden. Deutschland 1, Atommüll 0. Das macht Deutschland schon seit vielen Jahren so, und zwar in West und Ost. Hier, das alte Salzbergwerk in Morsleben. Das war das Atommülllager der DDR. Warum hat die DDR Morsleben genommen? Das war zwar vollkommen ungeeignet zum Lagern von radioaktivem Killermüll, aber das war egal. Es war schön dicht dran an der verfeindeten BRD. Sollen doch beim Klassenfeind im Westen halt die Wildschweine im Dunkeln leuchten. Hauptsache weg von uns. Doch die Wessis, die haben sich dafür gerecht. Es betritt die Bühne der Vater von Ursula von der Leyen, Ernst Albrecht, Ministerpräsident von Niedersachsen. Hier sehen wir ihn links. Der hatte 1977 eine geniale Idee. Wenn die DDR ihren kommunistischen Atommüll vor unserer Tür verbuddelt, dann verbuddeln wir unseren kapitalistischen Atommüll einfach vor deren Tür. Mic drop. Aber wo? Was reimt sich auf Morsleben? Gorleben. Das wird jetzt einfach unser BRD-Endlager. Gorleben wurde nachträglich handschriftlich hinzugefügt. Niedersachsens damaliger Chefgeologe bestätigt das. Worauf ich sagte, Herr Dr. Albrecht, Sie wissen doch genau, dass Gorleben gar nicht auf meiner Liste steht. Auf der Liste der vordringlichen oder besonders gut geeigneten Salzstöcke. Ja, das macht nichts. Das ist jetzt eine politische Entscheidung. Dass es heute ein Atommülllager in Gorleben gibt, hat also nur einen Grund. Ernst Albrecht, der Papa von Ursula von der Leyen, hatte Bock, die Ostzonalen mal so richtig zu ärgern. So funktionierte Mobbing im Kalten Krieg, bevor es Facebook gab. Kann man noch was von lernen. Das alte DDR-Atommülllager in Morsleben wurde übrigens noch nach der Wende weiter benutzt. Einfach alles reinwerfen, Stollen zu, Atommüll weg. Wird schon kein Wasser eintreten. Auch in Morsleben tritt Wasser ein. Trotzdem... Ich halte Morsleben in dem Maße, wie wir es heute nutzen, für sicher. Das war 1996. Meine Freundin war noch Bundesumweltministerin und fand Morsleben sicher. Und war es sicher? Ja, nein, jein, nein. Nein, natürlich nicht. Und auch Gorleben ist ähnlich geeignet als Atommüllendlager wie Melita Toppitz Gefrierbeutel. Also hieß es im letzten Jahr endgültig. Atommüll. Gorleben ist bei Endlagersuche aus dem Rennen. Ach. Eines Tages finden wir schon noch ein Endlager in Deutschland. Und wenn wir eins haben, dann kleben wir schön einen Totenkopf vorne drauf und dann ist endlich Ruhe. Ja, nein, ich mein, jein. Nee, nicht jein, nein, nein. In Sachen Atommüll ist irgendwie immer noch 1996 in Deutschland. Und das bringt uns zum verrücktesten Teil unseres deutschen Atommüllproblems. Halten Sie sich jetzt am besten an Ihrem 20-Kilo-Uranstab fest, denn jetzt wird es komplett irre. Denn wie lange muss laut Gesetz das deutsche Atommüllendlager halten? Bundestag verabschiedet Gesetz. Atommüllendlager für 1 Million Jahre. Wir brauchen ein Endlager für 1 Million Jahre, genau. 2 Generationen haben von der Stromversorgung profitiert. Mindestens 40.000 Generationen werden mit dem Müll leben müssen. 40.000 Generationen, 1 Million Jahre. Damit wir uns das besser vorstellen können, wie lang das ist, so sah der Mensch vor 1 Million Jahre aus, der Homo erectus. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Homo erectus hätte vor 1 Million Jahre Atommüll produziert, so wie wir heute. Hätte den dann in ein Endlager gesteckt und in Homo erectus-Sprache draufgeschrieben, Vorsicht, tödlicher Atommüll, nicht aufmachen, hier kann man sterben. Wie sollten wir Homo sapiens das heute 1 Million Jahre später noch verstehen? Wir wissen ja heute nicht mal mehr, was diese kryptischen Schriftzeichen zu bedeuten haben, die wir uns selber vor gerade mal 10 Jahren ausgedacht haben. Willkommen in der wahnwitzigen Welt der Atomsemiotik. Einer echten Wissenschaft, die es seit Anfang der 80er Jahre gibt und die nur dafür da ist, herauszufinden, wie wir den Lebewesen, die in 1 Million Jahre auf der Erde existieren, mitteilen können. Vorsicht,
Finger weg von unserem Atommüll. Gefahr, Gefahr. Ein Vorschlag von Atomsemiotikerinnen ist zum Beispiel, und das ist kein Witz, markiert doch das Endlager mit Edvard Munchs Der Schrei. Hier, kennen wir alle. Und da machen wir dann mit ganz viel Liebe diese Warnsticker draus, weil man davon ausgehen kann, dass dieses Bild auch noch in 40.000 Generationen verstanden wird als Scheiße, meine Familie ist an Weihnachten in den Urlaub gefahren und hat mich alleine zu Hause vergessen. Oder, auch das ist ein ernst gemeinter Vorschlag aus der Atomsemiotik, lasst uns Katzen so genmanipulieren, dass sie in der Nähe von starker Radioaktivität ihre Fellfarbe ändern. Was diese crazy leuchtenden Strahlenkatzen dann zu bedeuten haben, das soll die Bevölkerung, die rund ums Endlager lebt, 40.000 Generationen lang ihren Kindern weitererzählen. Das sind echte wissenschaftliche Ideen von derselben Spezies, die das Spiel Stille Post erfunden hat. Vorsicht, tödlicher Atommüll! Das ist ganz hinter dieser Tür ist wertvolles Gold. Hinter dieser Tür ist wertvolles Gold. Na, dann mache ich doch mal die Tür auf, diese Tür. Oh. Ja, was würden Sie auf eine Tür draufschreiben, damit die 1 Million Jahre keiner aufmacht? Aber bevor wir ein Endlager in Deutschland kennzeichnen können, müssen wir erstmal ein Endlager finden für unseren deutschen Atommüll. Und weil das so kompliziert ist, gibt es seit 2016 zum Glück die Bundesgesellschaft für Endlagerung, in der ausschließlich Atommüll-Top-Experten schuften, wie zum Beispiel er hier, Stefan Stuth, vom Beruf Jurist für Steuerrecht. Neuer Atommüllchef gilt nicht unbedingt als Atommüllexperte. Selbst Kennern war der Mann kein Begriff. Bislang ist er vor allem dadurch aufgefallen, dass er mal Innenminister vom Wunderino-Bundesland Schleswig-Holstein war, bevor er karrieremäßig endgelagert wurde in der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Aber keine Sorge, wir lösen das Problem mit dem Atommüll. Denn wir Deutschen sind kompetent, wir sind souverän und wir sind vor allen Dingen sorgfältig. Vermisste Brennelementkugeln sorgen für Wirbel. Ah ja, diese Sache. Ach ja, vor knapp 10 Jahren sind im Atomforschungsreaktor in Jülich 2000 radioaktive Brennelementkugeln verloren gegangen. Jede ungefähr so groß wie so ein Tennisball. Schwuppdiwupp, einfach weg, futschikato. Und wo sind die hingerollt? Die frechen, strahlenden Atomkugeln? Die damals zuständige NRW-Forschungsministerin war völlig durcheinander. Wir können bis heute nicht sagen, wo diese Brennelementekugeln genau liegen. Dies sei bei einer Risikotechnik wie der Atomkraft problematisch. Ja, das ist problematisch. Halb Deutschland wurde abgesucht, bis die nordrhein-westfälische Landesregierung noch mal ganz genau im Kartoffelkeller nachgeguckt hat. Atomkugeln waren nie weg. Oh, die 2000 radioaktiven Tennisbälle waren dann doch noch da. Und wissen Sie, wer diese zuständige Forschungsministerin damals war, die ihren Atommüll nicht finden konnte oder vielleicht doch? Sie hier, Svenja Schulze. Und wissen Sie, was Svenja Schulze heute beruflich macht? Svenja Schulze ist unsere amtierende Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und, na, ganz genau, nukleare Sicherheit.